in der Nähe eines weiteren Artefakts. Dort. Wenn wir diesen Kristall aktivieren, sollte er auf die Stärke des Schleiers reagieren. Zauber stärken den Schleier. Dieses Gebiet sollte für Reisende jetzt sicherer sein. Nun, das sollte sich als nützlich erweisen. Und wie es scheint, haben die Ahnen noch etwas für mich hinterlassen. Interessant. Ihr findet mich hier, wenn ihr soweit seid. Ich denke, damit ist unser Bündnis beendet. Geht in Frieden, Fremder. Mahalani Maglandivan. Ihr habt vielleicht recht. Hier, nehmt es. Möge Mishals Segen euch begleiten. Zurück. Wir müssen ihnen nachsetzen. Hier könnten wir unser Lager aufschlagen.
bewusst geworden, dass ich im Grunde nicht sonderlich viel über euch weiß. Was wollt ihr wissen? Ich bin mir nicht sicher. Woher kommt ihr? Aus dem Zirkel der Magie in Ostwick. Zumindest ist der Aufstand bekannt. Ja, ich nehme an, dadurch musstet ihr wohl ständig in Bewegung bleiben. Darf ich fragen, ob ihr die freien Marschen als euer Zuhause betrachtet? Zieht es euch wieder dorthin zurück? Ich fühle mich immer da zu Hause, wo ich gerade bin. Ja, nachdem ich jahrelang für die Göttliche gearbeitet habe, geht es mir inzwischen genauso. Ich würde euch gern besser kennenlernen. Ach, tatsächlich? Ist das ein Problem? Nicht unbedingt. Ich frage mich nur, welche Beweggründe ihr dafür habt. Es kann doch nicht schaden, wenn wir uns ein wenig näher kommen, oder? Doch, kann es. Ist dem so. Na schön. Mein Name ist Cassandra Pentagast. Ich bin eine Tochter des Königshauses von Nevarra und stehe an 78. Stelle der Thronfolge. Ich habe mich als junge Frau den Suchern der Wahrheit angeschlossen und war Mitglied des Ordens, bis er der Kirche den Rücken gekehrt hat. Ich blieb weiterhin die rechte Hand der Göttlichen, gründete auf ihre Anweisung hin die Inquisition und jetzt bin ich hier. Das ist alles, was es zu wissen gibt, my Lord. Gehört der königlichen Familie Nevarras an? Die Pentagasts sind eine äußerst große Familie. Halb Cumberland könnte von sich dasselbe sagen. Wirklich? Nein, aber es fühlt sich so an. Ich habe hunderte derart entfernte Verwandte, dass sie Schaubilder brauchen, um unsere Verwandtschaft zu beweisen. Und glaubt mir, die haben sie auch. So sehr wie die Pentagasts ihr kostbares Blut schätzen, könnte man meinen, es wäre flüssiges Gold. Ihr habt euch den Suchern angeschlossen, um dem zu entkommen. Es war kein Leben, das man führen möchte, glaubt mir. Die Pentagasts sind berühmte Drachenjäger, aber nur wenige gehen diesem Handwerk auch tatsächlich nach. Die meisten von ihnen sind faul und fett. Sie geben Lippenbekenntnisse gegenüber dem Erbauer ab und schwelgen in Müßiggang und vergangenem Ruhm. Mein Bruder war alles, was mich in Nevarra gehalten hatte. Als er fort war, war ich es auch. Erzählt mir von eurem Bruder. Ich möchte lieber nicht über Anthony sprechen. Ein andermal vielleicht. Ihr wart also die rechte Hand der Göttlichen. Der göttlichen Justinia, richtig. Und vorher die der göttlichen Beatrix, um genau zu sein. Diese Position ist normalerweise Templern aus den Reihen der Gottesmutter vorbehalten. Aber in meinem Fall waren die Umstände ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Inwiefern? Ihr kennt die Geschichte nicht? Dem Erbauer sei Dank. Ich erzähle sie euch, wenn ihr es wünscht. Aber sie ist wirklich nicht so aufregend, wie alle tun. Um es kurz zu machen, ich habe der ehemaligen Göttlichen einst das Leben gerettet. Und als Belohnung wurde ich zu ihrer rechten Hand ernannt. Und was genau macht eine rechte Hand? Wozu ist eure Hand in der Lage? Sie gibt, sie nimmt, sie winkt, sie ballt sich zur Faust. Liliana und ich haben den Einfluss der Göttlichen über die große Kathedrale hinaus erweitert. Wir gingen dorthin, wohin sie nicht konnte. Nach Beatrix war ich der Position überdrüssig und wollte wieder zu den Suchern zurückkehren. Aber Justinia überzeugte mich davon zu bleiben. Ihre Vision der Zukunft gab mir Hoffnung. Ihr dachtet, sie könnte wirklich etwas ändern. Justinia wusste, dass der Krieg kommen würde. Und zwar lange, bevor er begann. Sie hat versucht, ihn abzuwenden. Aber die Kräfte, die sich ihr entgegenstellten, waren zu stark. Manchmal muss man einen Knochen brechen, damit er wieder gerade zusammenwachsen kann. Und an diesem Punkt kommt die Inquisition ins Spiel. Sie sollte die Lösung sein. Ein Instrument der Bewahrung, ebenso wie eine Kraft des Wandels. Ich wünschte nur, Justinia hätte sie noch miterlebt. Ich überlasse euch dann mal wieder eure Arbeit.
Tag. Wenn ihr etwas braucht, lasst es mich wissen. Fragen, Merrick. Ihr wollt über mich reden? Ich bin gerührt. Außerdem neige ich zu extravaganten Lügen. Woher habt ihr eure Armbrust? So ein Modell habe ich noch nie gesehen. Bianca? Sie ist was ganz Besonderes. Ist eine witzige Geschichte. Ich habe sie in einer mit Drachenknochen verstärkten Truhe im Laderaum eines Schiffswracks gefunden, das ich gekauft hatte. Ich habe beim Versuch, die Truhe zu öffnen, 3 Dutzend Dietriche abgebrochen und 9 Sägen stumpf gesägt. Aber es hat sich gelohnt. Nach wem ist sie benannt? Das kann ich euch nicht sagen. Und der Grund dafür ist? Kompliziert. Das ist die einzige Geschichte, die ich nie erzählen werde.
Dabei sollten wir es belassen. Mir ist nicht ganz klar, womit ihr euer Geld verdient. Seid ihr ein Händler? Ich bin Geschäftsmann. Meine Familie hat einen Sitz in der Händlergilde der Zwerge. Händler kaufen und verkaufen Waren. Geschäftsleute kaufen und verkaufen Läden. In meiner Freizeit leite ich ein Spionagenetzwerk und ab und an schreibe ich Bücher. Danke, Varric. Kein Problem. Wenigstens haben wir jetzt Inquisitionsdokumente. Hallo? Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. Hier, Sir. Mit den besten Wünschen von Sagrid, Sir. Wo ist diesmal der Haken? Kein Haken, Sir. Er hat gesagt, er will der Inquisition helfen. Außerdem glaube ich, dass die Kräuter... Farias Tod hat so viele Fragen aufgeworfen. Dachte er etwa, wir würden es nicht bemerken? Er hat Faria ermordet, einen meiner besten Spione. Und er weiß, wo die anderen sind. Ihr wisst, was zu tun ist. Erledigt es sauber. Schmerzlos, wenn ihr könnt. Wir waren einst Freunde. Wartet. Was habt ihr vor? Er hat uns verraten. Er hat meinen Spion ermordet. Und ihr würdet ihn töten? Einfach so? Habt ihr an meiner Entscheidung etwas auszusetzen? Ich bin mir sicher, die meisten eurer Entscheidungen sind absolut richtig. Diese jedoch erscheint mir ein wenig extrem. Extrem? Butlers Verrat bringt unsere Spione in Gefahr. Ich verurteile einen Mann, um Dutzende zu retten. Was ich tue, mag mir vielleicht nicht gefallen, aber es muss getan werden. In Zeiten wie diesen kann ich mir den Luxus von Idealen nicht leisten. Von der Meisterspionin der Inquisition hätte ich mehr erwartet. Das habt ihr deutlich zum Ausdruck gebracht. Nehmt Butler fest, aber sorgt dafür, dass er am Leben bleibt. Nun denn, ich hoffe, ihr seid glücklich. Auf mich wartet noch Arbeit. Wir erhalten weiterhin Berichte über Risse im Nichts und Dämonen. Die Leute sind in Angst und es wird immer schlimmer. Alles, was ihnen bleibt, ist die Hoffnung, dass es da draußen jemanden gibt, der sie retten kann. Ihr müsst dieser jemand sein. Kein anderer hat auch nur die geringste Macht über die Risse. Verschließt sie. Eure Legende wird sich verbreiten und Thedas wird erfahren, dass man der Inquisition vertrauen kann. Warum wollt ihr, dass ich die aufständischen Magier aufsuche? Was kümmern sie euch? Ich kannte einige Magier. Manche von ihnen waren bessere Menschen als ich. Und doch bin ich frei, während sie es nicht sind. Das ist nicht richtig. Ich überlasse euch wieder eure Arbeit. Thank you.
Sagred hat gesagt, die Decken bringen nichts ein. Deshalb überlässt er sie der Inquisition kostenlos. Ja, außerdem sagt er... Ich werde den Frieden wahren, während ihr und die anderen bei der Kirche in Val... Bereitet euch besser... Forscherin Minay wünscht sich zu vergewissern, dass die Zahl der Inquisition... Hattet ihr irgendwelche Probleme mit ihnen? Nicht im geringsten. Aber ich lasse es euch wissen, falls sich das ändert. Wollen wir doch mal sehen.